Susu! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Die Sims 3 Strange Town. Hier bei Familie Goff. Aber wir sind nicht in Strange Town, nein, wir sind in Al-Simhara, Ägypten. Die sengende Hitze in der Wüste ist sehr gut zu erkennen und ja, die großen Pyramiden, der Nil und andere Sehenswürdigkeiten wie die Sphinx sind alle da. Und wir werden nun ein paar Tage, 3 in der Zahl, hier verbringen, um herauszufinden, was für Geheimnisse in diesem Sand verstärkt sind. Lasst uns beginnen. Ja. Und damit auch nochmal. Willkommen zurück. Wir sind ganz falsch. Ja, letztes Mal sind wir endlich in Urlaub gefahren, also nach Ägypten. Und zwar im Basiscamp. Wir haben festgestellt, wir sind die Ersten, weil wir haben keinen Menschen getroffen. Nur am Ende kam einer an. Wir sehen hier sehr schön versteckt. Ich mag das sehr gerne mit den hier so in den Felsen reingehämmert. Die Toiletten und alles. Muss ich ganz kurz gucken, wie machen wir das hier? Ja. Halbe Wände ist immer gut. So, hier kann man schön sitzen und essen. Und hier, was ist das hier? Gruft! Das ist eine Gruft. Okay, da will ich dann ja. Wir haben 2 Aufträge angenommen. Also der gute Remy geht jetzt der Quest nach Auslandsgeschäfte. Sprich mit Hassan Manbali, um diesen Teil der Gelingen auszuschießen. Mokokrups von der ägyptischen Regierung. Genau. Und du sollst ein Relikt des Königs Hodgepin finden. Ähnliche Relikt von König Hodgepin finden. So. Ja, du kannst ja erstmal hier so bleiben. Wir gehen erstmal mit dem guten Remy. Auf in die Abenteuer. Oh, hier ist ein schön hügelig hier. Oh, ja. Also in Ägypten mit so seiner schwarzen Karre ist auch ein bisschen... Oh, guck mal, Indiana Jones ist auch unterwegs. Oder so ein... Verschnitt. Und er mit seinen Anzug, die denken auch nicht, was macht er denn hier? Das ist aber schon ein bisschen falsch. Ach, ist das hier? Hassan Badawi. Ich habe gehört, Sie haben einen Auftrag, mein Herr. Ich bin neu gekommen. Ah, 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 ah. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Probelauf für Migov. Ach. Ach, ich freue mich, dass ich Hilfe aus Al-Simhara erhalten. Was? Ich komme mal nicht, okay. Ach, ich freue mich, dass ich Hilfe aus Al-Simhara erhalte. Ich rate dir nochmal auf den Markt zu gehen, bevor du dich in den Weg machst. Kauf ein Zelt, getrocknete Lebensmittel und eine Expressdusche, damit du nicht irgendwo hungrig und verdrehst in der Dünne liegen bleibst. Hier hast du ein paar getrocknete Lebensmittel. Schmeckt scheußlich, erfüllt aber seinen Zweck. Du hast etwas für mich zu erledigen. Was? Du musst etwas für mich erledigen. Ich habe versehentlich ein paar Papiere in einer Gruft in der Nähe vergessen. Betritt die Gruft der Entdeckung, finde meine Papiere und bringe sie mir. Dafür würde ich dich belohnen und mit weiteren Aufgaben betrauen. Betritt die Gruft der Entdeckung, finde die fehlenden Papiere und bringe sie Hassan Badawi, um Versionspunkte zu erhalten. Genau, Visionspunkte sind so Sachen, das heißt, wir können nachher länger reisen. Also ist alles wichtig. Betritt die Gruft der Entdeckung. Da, Sims können mit ihrem Visa verschiedene Länder bereisen und dort in den Genuss unterschiedlicher Privilegien kommen. Für jedes Reiseziel gibt es ein eigenes Visum, das verbessert werden muss. Genau. Sims können ihr Visumleben verbessern, indem sie Abenteuer abschließen, die an der Abenteuertafel im Basiscamp der jeweiligen Reise ausgeteilt sind.
Ein hoher Visum-Level bedeutet, bietet deinem Sim besondere Privilegien im Reiseziel. Zum Beispiel kann ein Sim mit einem chinesischen Visum mit Level 3 einen längeren Urlaub planen, mehr spannende Abenteuer erleben und sogar ein Ferienhaus in China kaufen. Und sowas finde ich genial. Dann kannst du da halt, hast du dein eigenes Haus da. Außerdem könntest du mit ihrem Visa bessere Belohnungen bei den Händlern kaufen, der auf dem Marktplatz umhergeistert. Also, du bekommst 10 Visumpunkte getrocknete Lebensmittel. Gut, wir sollen mit Entdeckung, du auch? Nein, du musst das Unglück. Okay. So, ist das. Ach, das ist die ja schon. Probelauf. Ja, aber wir sind eigentlich gut. Wir brauchen Spaß, ist was anderes. Express-Dusch. Na gut, wir gehen mal zum Markt. Markt von Alsimara. Und du sollst wohin? Ja. Besonderheiten. Auf geht es! Ach, ich finde das so schön hier. Wir haben es gar nicht andere so richtig hier. Die Pyramiden. Pyramide der brennenden Sandes. Okay, wir sollten es. So. Ein Marktbesuch kann seinen unzähligen Bildern und Gerüchen überwältigend sein. Diese einzige Erinnerung hat in Sim. Bla bla bla. Ja, ist auch wahr, ne? So. Ganze Nachtmärkte im Asien vor allem, das ist schon kann auch ein bisschen krass sein, aber ja. So, also guck mal, ja, ich das so gut gemacht, ne? Das sieht einfach nur, das ist ein bisschen leer. So, machen wir mal so. Okay. Wir gucken mal, was haben wir hier? Kramladen. Kassen, das ist Kramladen. Schön hier. Auch der Wäsche schon leicht. Hier gibt's, vielleicht gibt es hier schon Sachen. Wir werden uns erstmal, möchte erstmal sie begrüßen. Oh Gott. Du kommst erst an. Mit ihren Besen. In Ägypten mit Besen, das ist natürlich überhaupt nicht. Oh, erstmal Hallo sagen, natürlich. Ich meine, wir können uns erstmal mit den Einheimischen ein bisschen anfreunden. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Guten Tag. Sims können tolle Dinge. Ja, das können wir auch. Da schon wieder. Ich bewundere Sims. Ich bewundere Sims, die mal die Schnauze halten. Also, ich bin hier. Ja, erstmal ein bisschen Bekanntschaft machen. So. Was sollst du? Du sollst. Beschwörungshoffe Schlangen. Oh, das ist ganz schön schlecht. Ja, was ist nun los? Hier gibt es bestimmt Lebensmittel, oder? Lebensmittelgeschäft. Aber sie ist ja Köchin. Darum können wir mal. Wir können mal was durchsuchen. Wir können mal gucken, was hier so los ist. Ach, hier, das ist. Okay, nö. Ja, dann würde ich sagen, Essen kaufen. Wir kaufen mal was. Und du bist. Oh, du bist aber. Was? Sobtu Hawasa. Okay, dann laufen ja auch rum. Meret Hawasa. Fragil, Schlammbeschwörer. So, was hast du anzubieten? Was willst du ja? Keine Ahnung. Okay. Oh. Jetzt quatschen die derzeit. Okay, es gibt ja die normalen Sachen, Champignons. Honig, Granatäpfel. Okay, wir hätten könnten hier wahrscheinlich Granatäpfel holen für diese eine Mission. Mitternacht. Wunderblatt. Ja, ich weiß nicht, was das bringt. Ja, einfach mal kaufen, ne? Kirschen. Gensing. Lagritz. Basilikum. Lavendel. Es gibt schon viele neue Früchte, ne? Geisterchili. Kamille. Trüffel. Holunderbeeren. Komm. Fischen. Zubereitetes Essen, Keks, ein kühles Donut. Ja, das ist ein schönes Kuchenstück. Ich dachte, hier gibt es was Schönes. Naja. So, können wir jetzt noch. Ach, es ist nur Essen. Kann man Essen kaufen? Und dann. Was gibt's hier erstmal, guck, was hier gibt's? Okay. Was ist das denn hier?
Ja, wir brauchen. In der Kramlagen hier findest du Abenteuerausrüstung. Alles daher müssen wir hier ein. Also kaufen wir das. Du kannst erstmal, ist das hier der Besonderheitenhändler, freundlich begrüßen. Können wir mal Hallo sagen? Man muss ja erstmal ein bisschen Bekanntschaften schließen, ja. Wir haben 3 Tage Zeit, aber. Erstmal die Einheimischen kennenlernen. Erstmal ein bisschen freundlich kennenlernen, freundlich plaudern, freundlich Schakka machen. Oha. Qualität getrocknete Lebensmittel, mehr Qualität getrocknete Lebensmittel, ja. Wir gucken einfach mal eine hohe Qualität. Nehmen wir 3 Stück, machen wir 4. 2 Express-Dosen. 2. Nee, dann nehmen wir gleich mal so ein. Der ist aber teuer, nehmen wir lieber 2 von denen, die sind billiger. Kamera, Schlangenbeschwörer kann man mal machen. Ja, alles für den Sultan. Nee, das reicht aus, danke. So. Wir sind eingedeckt. Dann geht es los. Was sollst du denn machen hier? Was ist denn hier los hier? Sanafi. Okay, das ist so. Ich. Naja, wir machen einmal das und wir gehen jetzt erstmal zur Gruft. Mit 2 Sims ist es natürlich ein bisschen, ne? Schafft man aber mehr. Okay, dann wollen wir mal da in die Gruft gehen. Also ich soll sich ja ein bisschen mit den Einheimischen anfreunden. Ich glaube, das machen wir mal mit ihr. Ein bisschen plaudern. Bei Abenteuer sprechen haben wir noch nicht erlebt, aber kommt noch. Ja, mal gucken. So, also wir gehen jetzt erstmal in unsere erste Gruft. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Ich habe es natürlich schon mal gesehen, aber oh, ist trotzdem neu. Oha. In Grüften befinden sich versteckte Durchgänge, Gefahren und unsagbar wertvolle Schätze. Möchtest du mehr darüber erfahren? Aber natürlich. Grüfte sind voll von lebensbedrohlichen Fallen, kniffligen Herausforderungen und unschätzbaren Reichtümern. Es lohnt sich stets, Grüfte genau unter die Lupe zu nehmen. Wenn du den Mauscursor über die Wände und den Boden bewegst, um versteckte Fallen und Türen auswendig zu machen, kann dies über Erfolg oder Misserfolg erscheinen. Einige Grüfte enthalten Rätsel, die dein Sim aus dem Konzept bringen sollen. Suche nach Hinweisen, um vorwärts zu kommen und denke daran, dass es fast immer einen schwierigen und einen richtigen Weg gibt. Vergiss nicht, den Schatz mitzunehmen. In Grüften häufen sich Reichtümer und antike Relikte zur Vervollständigung deines persönlichen Museums. Ja, denn es gibt ja Mumien und alles, also ein bisschen ist Vorsicht geboten. Also es kann sein, dass der gute Remy und so. Naja, ich glaube, wir sagen mal, wir nehmen mal die Treppe. Oh Gott. Oh, das sieht aber dunkel aus. Gefällt mir. Ja, ihm ist es eigentlich gefallen. Oh. Lesen. Inschrift hier. Guck mal, ein Skelett auch. Was steht hier? An der Wand ist eine Nachricht geschmiedet. Jeder gute Forscher sollte immer ein Salz und getrocknete Lebensmittel griffbereit haben. Der Eingang hat sich hinter mir verschlossen. Okay. Der Eingang hat sich hinter mir verschlossen. Doch zum Glück bin ich vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass ich schon bald einen Ausgang finden werde. Und man hat ihn nie wieder gesehen. Oh Gott, wow. Das sind schon sehr gute Aussichten, würde ich mal sagen. Da ist Gold. Es könnte auch eine Falle sein, also.
Remy hat im See ein paar alte Münzen gefunden. Remy Goff hat 7 antike Münzen gefunden. Deine Aussage vergisst über insgesamt 7 antike Münzen, mein lieber Scholli. Pickt er an den Münzen besonders? Ja, das erstmal, ne? Okay, gucken. Mondstein. Schatztruhe. Ah. Okay. Hier können wir nicht hin, das heißt, wir machen das mal. Schlüsselstein einlegen. Das ist ja noch sehr simpel. So, hier kommen wir rein. Da, so. So. Unlock the presence. Mit Schlüsselsteinen können Schatztruhen und Truhen geöffnet werden, sowie neue geheime Abenteuer freigeschaltet werden. Schlüsselsteine sind die wichtigsten und häufigsten in Grüften versteckten Gegenstände. Sie werden benutzt, um Schlüsselschlösser zu aktivieren und Türen, Schatztruhen oder verborgene Geheimnisse zu öffnen. Es gibt 4 verschiedene Arten. Halbmond, Ägypten, Herz, Frankreich, Stern, China und spezifische Schlüsselsteine sind jeweils auf eine bestimmte Art ausgelegt. Du musst sie also die passenden Schlüsselsteine finden und vorankommen. Spezifische Schlüsselsteine, ja genau. Mhm. Also es ist, ja, es gibt hier, es ist halt sehr, sehr cool und sehr interessant.